Herzlich willkommen zu Super Mario World Nummer 2, Yoshi's Island. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen spielen. Und ich drücke jetzt einfach mal hier auf... So, mit welchem Pfeil will ich spielen? Ich nehme mal den hier. Das wird hier wohl okay sein. Und was bedeutet das hier oben? Was soll das bedeuten? 1:1? Ich drücke einfach mal 1:1. Mach Eier, schmeiß Eier. So ist der Name des ersten Levels. Was denn? Eier machen. Nehmen einen Feind mit Y, dann press nach unten und... Okay, um ein Ei zu machen. Nun versucht das Ei zu schmeißen, drück A. Muss ich jetzt Eier machen? Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. What the heck? Okay, alles klar, wie geil. Das haben die aber geil gemacht. Überhaupt, das ganze Ding hier wirkt extrem LSD-haft. Wenn man sich mal den Hintergrund anschaut. Sorry, ich muss mal gerade hier leiser machen. So. Ja, hier ist irgendwie wieder so ein Hinweis, wie man Eier schmeißt und so ein Scheiß. Boah, ich habe gar keinen Bock, das alles zu lesen. Hier gibt's ein Leben. Glaube ich. Nee. Hä? Gefressen worden? Nein, 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 ich muss das Baby, ich muss, hallo, mein Baby, mein Kind. Okay, gut. Ich muss mich echt noch hier dran gewöhnen, an diese ganze, das ist so anders hier alles. Unglaublich. Die ganze Spielwelt ist anders. Hä? Was? Alter, das verwirrt mich hier echt komplett. Ich bin komplett neben der Spur. Okay, kann ich die jetzt hier hochklettern oder so? Oder? Ah, okay, hochspringen. Korrekt. Boah, an die Sounds muss man sich definitiv auch gewöhnen. Das ist schon ganz schön stressig. In jedem Level sind 20 rote Münzen versteckt zwischen den gelben. Du kriegst immer einen Punkt, wenn du so eine Münze kriegst. Okay, cool. Und was bedeutet das? Okay, was machen wir denn jetzt hier am besten? Ich glaube, ich muss hier so ein... Eine von den Männchen dagegen schmeißen. Eine von den Koopas. Achso, das habe ich ja schon gelesen. Dieses Ei, was ich da habe, das muss ich doch irgendwie... Irgendwie gab es doch da eine Methode, das Ei loszuwerden. Y oder so? Nee. Ey, das ist doch hier alles schon wieder scheiße. Nee. Ja, Baby, ich nehm dich doch. Mutti sorgt für dich. Mutti ist da für dich! Ach, dieses Spiel. Ich komme einfach nicht an den Scheißdingern vorbei. Es ist doch unglaublich. Okay, also, Lektion gelernt. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, einfach irgendwo mal runtergehen. Der kann fliegen? Nee, kann er nicht. Ja, was mache ich denn jetzt hier mit dem Ding? Ja, nix scheinbar. So, jetzt holen wir uns mal hier so ein Teil mit und schmeißen das da oben gegen die Pflanze. Das scheint, glaube ich, zu funktionieren. So, warte mal. Oh, das ist alles so... was? Wie? Wer? Ja, das ist im Zweifel immer die beste Entscheidung. Einfach durchs Rohr gehen. Aber auch hier... Nein, ja, bleibst du hier, Baby? Komm her. Komm her, mein süßes Baby.
Mami lässt sich nicht alleine. So, bin ich jetzt an derselben Stelle, wie ich eben war? Nein. Okay, doch. Was? Ja, doch bin ich. Das ist ja auch doof. So. Sind wir jetzt wieder am Ausgangspunkt? Das heißt, die zwei Dinger sind jetzt wieder da. Das wäre ja echt kacki. Guck mal, die Sonnenblume, die sieht echt cool aus. Ey, ich kann wirklich nur hoffen, dass jetzt nicht das gesamte Spiel so die ganze Zeit mit irgendwelchen Sounds und so. Das ist schon ein bisschen sehr anstrengend, um ehrlich zu sein. Es könnte aber auch ein bisschen daran liegen, dass wir gestern feiern waren und gestern war... Ach, guck mal an. Das kann man bewegen. Ah, geil. Ach, wie krass. Guck mal. Ey, das hat geklappt. Wie geil. Cool. Also, wir waren gestern feiern. Also, was heißt feiern? Gestern war das Mutant Movement Meetup. Ja, okay. Das war's. Okay, ja. Gut, dann... Habe ich das Level wohl geschafft? Aha. Das ist wohl die Zusammenfassung, wie viele Punkte. Die Blumen scheinen auch was zu bringen. Boah, alles bewegt sich und alles blinkt, ey. Ah, sind das die Level? Ah, das hier oben sind die Level, glaube ich, von einer Welt jeweils. Ja, genau. Die haben leider auch gar nicht so schöne Namen hier. Pass auf. Unten. Okay. Also, was ich sagen wollte, gestern war das Mutant Movement Meetup und, ja. What the heck? Was zur Hölle war das? Will ich das nochmal versuchen? Ja. So, wie wir erfahrene Menschen hier mittlerweile wissen. Aber das Level hier ist schon viel entspannter. Das geht eindeutig klarer. Wo ist das jetzt? Okay, das ist nicht mehr da. Cool. Halleluja! Sacre bleu! Der Mario scheint auch Yoshi scheint auch fliegen zu können. Ich weiß noch nicht genau wie. Jedenfalls, das ist der Mittelring für das Level. Ah, okay, also dieser Mittelring für das Level, das ist das alte Tor, durch das man laufen konnte. Ab dem Punkt kann man dann wieder starten. Okay, cool. Alles klar, verstanden. Ach, ich hab keinen Bock, alles das zu lesen, ey. Also, was ich sagen wollte, ist, wenn man sich so lange nicht gesehen hat, dann feiert man das natürlich. Und es war wirklich extrem schön. Extrem, extrem, extrem schön. Aber heute ist dann natürlich auch die Geduld gering. Besonders, wenn man sich hier erstmal zurechtfinden muss. Ich bin komplett puzzelt. Ich weiß gar nicht, was das hier geben soll, was die eigentlich von mir wollen überhaupt. Mache ich das jetzt alles hier nur für die paar Münzen? Ich meine, die scheiß Münzen sind mir doch egal, Alter. Und kann der fliegen oder kann er nicht fliegen? Das fliegt er nur so halb? Ich muss warm werden mit dem Spiel, Leute. Ich muss warm werden damit. Ist das hier... So. Mach. Hoch, hoch. Ah, okay. Warte. Immer hochdrücken. Hochspringen. Ja, wie hoch kannst du denn fliegen? Jetzt heb doch ab. Ich verstehe nicht, wie hoch der fliegen kann. Ja, chill.
Okay, aber raus komme ich hier auch nicht mehr. 2 hours later. Erinnerst du dich noch? Drücke Y und nach unten, um ein Ei zu machen. Drücke A, um das Ei zu schmeißen. Warte mal, Y und nach unten, um ein Ei zu machen? Okay. Gut, dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. Y und nach unten. So, jetzt habe ich ein Ei gemacht. Und mit A kann ich das schmeißen. Das ist A. Ei. Ja, ist doch gut. So. Krass. Okay. Okay. Ja, geil. Okay. Jetzt muss ich nur noch hier durchkommen. Und jetzt schmeißen wir das Ei nach da oben. Ah, okay. Aha. Aber ist das nicht ein bisschen umständlich, ein Ei zu machen? Muss man angucken. Y und nach unten. Das muss man sich merken. Hm. Wieder zurück? Nee, nicht zurück. Stört sich jetzt nicht ab? Nein, scheinbar nicht. Oder doch? Oder nicht? Oh, das scheint nicht schlimm zu sein. Das ist schon schlimm, glaube ich. Weil jetzt, genau, jetzt kommt er nicht mehr den Berg hoch. Aber hier scheint es einen Weg zu geben. Ist das zum Springen? Nee. 6 and a half hours later. So, wenn ich jetzt hier oben wieder drauf bin, dann werde ich jetzt einfach mal den Weg anders gehen, weil ich glaube, ich bin ihn nicht richtig gegangen. Ja, genau. Genau. Ah, guck mal, hier ist wieder Kreis. So, und ich denke mal, ich muss jetzt hier hochgehen. Ich bin, glaube ich, einfach falsch rumgegangen. Ja, genau. 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 Das ist schon viel besser. Was sagt das Ding hier? Pressstart, um deine... Okay, das will ich aber auch nicht wissen. Ja, ich glaube, so langsam machen wir hier das Richtige. Du kannst... Was? Ich kann mich in einen Helikopter verwandeln, wenn ich die Helikopter-Bubble berühre. Berühre Yoshi, Block in Time and Baby Mario will be warped to Yoshi. Okay. Werde ich jetzt zum Helikopter oder was? Ist das geil! Aber Moment, ich musste doch irgendwas mit dem Blase machen. Was war das jetzt nochmal? Kinder, deswegen muss man Hinweisschilder lesen. Ach, Mensch. Fliegt das denn mit? Nee, fliegt natürlich nicht mit. Okay, wir müssen das nochmal ganz kurz lesen, weil irgendwas habe ich mal wieder falsch gemacht. Ja, das Touch the Yoshi Block in time and Baby Mario will be warped to Yoshi. Okay. Wie soll das jetzt gehen? Ich kann doch hier gar nichts drücken. Touch the Yoshi Block. Was ist denn der Yoshi Block? Later that same evening. Keine Ahnung. Also vielleicht bedeutet dieses Helikopter-Ding einfach, dass man mal so auf die Schnelle einen besseren Ausblick haben kann auf das, was vor einem liegt. Das ging in Super Mario World Nummer 1 mit den L- und R-Tasten, glaube ich. Ja, genau. Und ja, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst bestimmt Bescheid. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Es geht abwärts in die Kanalisation. Glaube ich. Oder wir sind schon am Ziel. Das mit den Pfeilen ist übrigens mega gemein. Weil früher, in der guten alten Zeit, in Super Mario World 1, hießen die Pfeile noch, du bist am Ziel. Das tun sie aber hier nicht mehr. Und das ist außerordentlich schade. Aber ich höre echt auf, mich zu beschweren über dieses Spiel und werde das jetzt bald bestimmt irgendwann mal genießen. Gib mir noch etwas Zeit. Immerhin haben wir hier schon mal Level 2 erreicht. Wir spielen Level Nummer 3 und das Level Nummer 4 scheint eine Burg zu sein. Nummer 3, die Höhle des Chomp Rock. Na gut. Oh, das ist aber niedlich mit diesen lächelnden Dingern im Hintergrund.
Ja, das ist dann wohl die Höhle. Von dem guten alten Chompy. Und diese Pilze hier, die haben garantiert... Ah, ne, doch nicht. Ich dachte schon, die würden irgendwas Böses im Schilde führen. Und hätten gigantische Zähne oder dergleichen. Haben sie aber nicht. Das ist auch schon mal ganz cool. Ein Hinweis, es gibt zwei Controller-Konfigurationen für das Eischmeißen. Möchtest du es verändern? Ja, aber wie soll ich verändern, wenn ich gar nicht weiß, in was? Sagen wir jetzt einfach mal nein. Bisher ist das halt alles hier recht entspannter Durchmarsch. Ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Mitte des Levels angekommen. Auch das ist nice. Ja, so langsam aber sicher fange ich an, hier zurechtzukommen. Ich möchte noch nicht so weit gehen, dass ich sage, ich komme zurecht, aber es wird besser. Mit jeder Sekunde. Baby? Nein, nein, nein. Da bist du, Baby. Zumindest kann man schon mal nicht so leicht sterben, was ganz geil ist. Weil dann der Spielspaß nicht so schnell endet. Das ist schon mal was ganz Geiles. Jetzt fange ich nämlich nur noch an, positive Sachen zu sagen über das Spiel. Und das aus dem einzigen banalen Grund, dass ich jetzt hier zurechtkomme. So, aber mit den Scheißdingern hier, mit denen müssen wir, da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen. Die nerven nämlich echt ziemlich krass, aber ich glaube, jetzt haben wir es im Griff. Ja. So, und was soll das jetzt hier werden, wenn es fertig ist? Also ich meine, warum soll ich jetzt hier runterspringen? Was soll das bringen? Weißt du? Gibt's irgendwas, wenn ich die jetzt besiegt habe? Außer, dass da jetzt neue kommen? Irgendwie doch nicht. Und mein geliebtes Baby. Agnes, bleib bei mir! Nee, hör mal, ich spring da raus. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ja, komm, das ist doch... Ich sehe nicht den Mehrwert. Aber was bedeutet die Zahl da oben? Ich hoffe, was Gutes. Wie das alles funkelt. Ah, jetzt komm hoch mit dir. Geh, du dicker Yoshi. So. Und diese Sonne hier oben, die hat doch auch irgendeine Funktion. Mal gerade wieder ein bisschen leiser. Oh oh, der kommt zurück mit voller Geschwindigkeit. Da muss man gut aufpassen. Und jetzt? Baby! Ja, ich hab dich doch. Mach dir doch keine Sorgen, Babychen. Ich pass auf dich auf. Mami passt immer auf dich auf, mein Schatz. So, jetzt mal gucken, ob Mr. Smarty Pants das jetzt hier hinkriegt. Ja. Ja. Moment. Könnt ihr mal hier hochkommen, bitteschön? Ich will euch essen. Okay, danke. So, tschö mit Ö. Haben wir jetzt den... Nee. Okay, okay. Weiter geht's. Ey, geil, wir haben das Level geschafft. Geil. Super. Das war doch ganz erträglich. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Wird's aber bestimmt. Alles ist am Blinken und animiert und quietschig und... Oh Gott. Man kommt sich vor wie in so einem Flipper-Automaten. Unfassbar. So. Und kann man das jetzt irgendwie speichern? Oder ist das schon gespeichert? Ich hoffe, es ist schon gespeichert. Damit ich nicht wieder alle drei Level von vorne spielen muss. Das hier ist Mutant Telegaming. Und im nächsten Video holen wir uns die Burg oder was auch immer das sein soll.
Und danke fürs Anschauen. Schreibt mir bitte in die Kommentare alles, was ihr über dieses Spiel wisst, weil ich bin hier noch komplett verwirrt und hab gar keine Ahnung, wie irgendwas geht. Langsam wurde es besser, aber ey, helft mir mal bitte weiter, weil sonst wird das hier eine schwierige Kiste. Alles klar, also danke fürs Anschauen. Mein Name ist Johnny Mutante. Ciao!